Kann man von Kunst eigentlich leben? Das ist so eine Frage, die hören wir Künstlerinnen und Künstler ganz oft. Und meine Antwort ist dann immer, ja, selbstverständlich. Man muss halt nur offen sein und die künstlerische Arbeit mit anderen Berufsfeldern kombinieren. Und dann tut sich eine Fülle von Möglichkeiten auf. Und ich möchte euch in dieser Miniserie jetzt mal drei von diesen Möglichkeiten aufzeigen. In diesem zweiten Teil treffen wir jetzt eine Kunsttherapeutin. Die Kunsttherapie ist eine Form der Therapie, die sich seit Mitte des 20. Jahrhunderts entwickelt hat. Hier wird mit Medien der bildenden Kunst versucht, den Klientinnen und Klienten zum einen eine nonverbale Ausdrucksmöglichkeit zu geben, die ihnen hilft, Probleme aufzudecken, und zum anderen auch die Erfahrung von Selbstwirksamkeit bietet. Michaela Peter hat sich nach ihrer Ausbildung zur Krankenschwester aufgrund eigener positiver Erfahrungen mit künstlerischer Arbeit dazu entschlossen, sich zur Kunsttherapeutin weiterzubilden. Über diese Ausbildung haben wir uns kennengelernt und über die Jahre immer mal wieder in verschiedenen Zusammenhängen miteinander zu tun gehabt. Heute bin ich nun auf dem Weg zu ihr nach Amberg, wo sie ihr Atelier hat, und ich bin schon sehr gespannt, was sie uns über ihren Beruf, den sie seit fast 20 Jahren ausübt, zu berichten hat. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Kunst und Beruf. Ich bin Evi Steiner-Böhm und das hier ist unsere heutige Gastgeberin, die Michaela Peter. Ja, liebe Micha, zunächst einmal vielen Dank, dass wir heute bei dir sein dürfen, dass du dich bereit erklärt hast, uns ein bisschen was zu erzählen. Wir zwei kennen uns natürlich jetzt schon viele Jahre, ich kenne deinen Werdegang. Könntest du dich aber trotzdem für die Zuschauer noch mal kurz vorstellen, wer du bist, wie du zur Kunst und dann schließlich auch zur Kunsttherapie gefunden hast? Ja, also herzlich willkommen hier bei mir in Amberg im Atelier am Rande der Amberger Altstadt. Ich bin hier in dem Atelier seit 7 Jahren, aber schon seit insgesamt 15, fast 20 Jahren quasi hier in Amberg als Künstlerin und Kunsttherapeutin tätig. Und mein Weg zur Kunst, ich glaube, den gab es schon in der Wiege. Also es war tatsächlich immer schon mein Ausdrucksmittel, dass ich mich über die Kunst, über das Gestalten, über das Kreativsein in der Welt verortet habe. Mir klar gemacht habe, wie fühlen sich Dinge an, wie bin ich auf Erlebnisse verarbeitet habe dadurch. Und ich habe während meiner Zeit am Gymnasium mich schon für die Kunsttherapie interessiert, als ich damals aufs Gymnasium gegangen bin, und habe auch schon Informationen eingeholt, wie man Kunsttherapeutin werden kann, und habe damals aber noch keine Ausbildungsmöglichkeit gefunden oder Studium. Das gab es vor 30 Jahren. Ich habe vor 30 Jahren Abitur gemacht. Ja. Und man musste, um die Weiterbildung zu machen, mindestens 24 Jahre sein. Da gab es dann eine Ausbildungsmöglichkeit. Und dann habe ich mich entschieden, also erstmal das Abitur zu machen und dann einen ganz sicheren Weg zu gehen, nämlich Krankenschwester zu werden, weil die andere Alternative, Kunst zu studieren, das habe ich mich einfach nicht getraut. Ich hatte keine Vorbilder im Sinne von Frauen, die diesen Weg gegangen sind, obwohl ich Kunstleistungskurs hatte und auch aus meinem Hintergrund, familiären Hintergrund, eigentlich niemanden, der da irgendwie das unterstützt hätte. Ja, und dann habe ich mich für die Krankenpflege entschieden, weil ich ja immer schon ganz gern mit Menschen gearbeitet habe und bin auch froh über die Entscheidung, weil das ist tatsächlich immer so für mich so dieser sichere Hinterhalt. Wenn mal alles gar nicht klappt, als Krankenschwester kann ich immer arbeiten, die wird immer gebraucht. Mhm. Und das hat mich eigentlich ja durch die Jahre immer so durchgetragen. Ja. Und ich habe aber immer die Kunsttherapie und die Kunst verfolgt. Also sei es jetzt durch verschiedenste Kurse, die ich gemacht habe, wo wir uns auch kennengelernt haben, da am LCC und bei den Jahreskunstkursen.
oder dann an freien Akademien, wo ich mich weitergebildet habe, künstlerisch. Und irgendwann dann halt gesagt, so, und jetzt packe ich es nochmal an, berufsbegleitend damals, dann als Begleitung zu meiner Familienzeit. Ich habe dann 3 Kinder bekommen, habe immer weiter gemalt, meine Kunst weiter betrieben und habe dann aber berufsbegleitend die Kunsttherapieausbildung in München gemacht. Micha, ich habe ja selber auch diese Ausbildung in Kunsttherapie gemacht, habe mich aber damals von Anfang an ja für die pädagogische Schiene entschieden, weil das Klinische mich eigentlich nicht interessiert hat. Kannst du vielleicht nochmal den Unterschied so erklären zwischen pädagogischer Kunsttherapie und klinischer Kunsttherapie, weil das ist ja der Weg, den du dann eingeschlagen hast. Ja, also für mich war es tatsächlich von Anfang an klar, dass ich den klinischen kunsttherapeutischen Weg gehen will, weil ich eben mit dem kranken Menschen ja vorher schon zu tun hatte. Und vielleicht wichtig zu erwähnen, ich habe meine Ausbildung in der Psychiatrie gemacht zur Krankenschwester. Das ist zwar die allgemeine Krankenpflege, aber da habe ich einfach gemerkt, wie krank so eine Seele auch sein kann oder der Geist sein kann. Und dann später aber auch über diese körperliche Erkrankung festgestellt habe, dass wie das alles zusammenhängt, dass die Kunsttherapie da ganz viele Möglichkeiten hat anzusetzen. Also bei schweren körperlichen Erkrankungen einfach, wenn es darum geht, Ressourcen zu finden, Entspannung zu bringen, Fertigkeiten wieder zu wecken, um in so eine Selbsttätigkeit, in eine Selbstwirksamkeit zu kommen. Da muss ich noch gar nicht so reflektiv arbeiten, sondern da geht's einfach darum, die Kunst zu nutzen, um tätig zu sein und Freude zu haben und was Schönes zu gestalten. Das Tun wieder zu entdecken. Genau. Ja, wieder ins Tun zu kommen. Genau. Ja. Und der pädagogische Bereich ist auch spannend, mache ich zum Teil ja auch, wo es darum geht, einfach etwas zu zeigen, Techniken weiterzugeben und aber auch so eine Persönlichkeitsentwicklung damit zu verknüpfen. Ja. Das ist vielleicht also dieser Grenzbereich zwischen dem pädagogischen, dem kunsttherapeutischen Coaching, wo es einfach um die Weiterentwicklung von Persönlichkeit geht und das Reflektieren über mein eigenes Tun. Und der klinische Kontext ist dann, dass ich das wirklich einsetze, um bei der Heilung und bei der Verarbeitung von Krankheit oder von Erlebnissen zu unterstützen. Und dafür gibt es eben ganz bestimmte therapeutische Methoden, die ich jetzt im Pädagogischen so gar nicht brauche. Also gerade wenn ich mit traumatisierten Menschen arbeite oder mit schwer depressiven Menschen, gibt es einfach ganz spezielle Methoden. Also das muss ich jetzt ehrlich auch sagen, das war was, davor bin ich zurückgeschreckt, da habe ich auch das Gefühl gehabt, da zieht's mich nicht hin. Ne? Also bei mir war es tatsächlich immer, ich will Menschen was vermitteln und zwar auf eine Art und Weise, dass die, so wie du auch, dass die selber ins Tun kommen, dass die selber so ja diese intrinsische Motivation entdecken. Ja, weil ich bei mir gemerkt habe, dass das, was in der Schule oft gemacht wird, ne, dass das eigentlich dem Lerneffekt entgegenwirkt. Während wenn du was wirklich, wirklich selber willst und hast dann nur jemand, der dir das mit Begeisterung beibringt, das ist natürlich vom Lernerfolg her wesentlich besser. Ne? Also das war so das meine Motivation. Das erlebe ich oft in der Kunsttherapie, dass die erste Reaktion ist. Also ich habe mit Kunst gar nichts am Hut. Ich kann gar nichts. Das letzte Mal habe ich einen Pinsel in der Grundschule in der Hand gehabt und danach nie wieder. Und da bin ich oft ärgere ich mich richtig drüber, über das, was kaputt gemacht wird, an Ausdrucksmöglichkeit, was uns Menschen ja total zu eigen ist. Ich meine, wir machen das seit Urzeiten. Ja, und uns auch so Kraft gibt, diese Selbstwirksamkeit zu erleben. Genau. Micha, du hast mir im Vorgespräch ja erzählt, dass du verschiedene Standbeine hast oder halt verschiedene Felder, die du abdeckst. Kannst du das vielleicht auch nochmal ein bisschen erläutern, wie du letztendlich deinen Lebensunterhalt verdienst, wie sich das zusammensetzt? Ja, also ich habe so 2 Schwerpunkte. Das eine ist quasi, ich arbeite im Angestelltenverhältnis als Kunsttherapeutin in einer privaten Klinik für Psychotherapie und Psychosomatik, hier nicht weit weg von Amberg. Und den anderen Teil mache ich quasi freiberuflich und da bin ich in ganz vielen verschiedenen Feldern tätig. Ein Schwerpunkt bei dieser freiberuflichen Geschichte ist sicherlich die integrative Onkologie in Amberg, wo ich seit über 10 Jahren Gruppen
anbiete und begleite von Menschen, die eine onkologische Erkrankung haben und die hier im Atelier einfach Unterstützung auf ihrem Genesungsweg finden. Mhm. Das wird finanziert eben von einem Verein. Das ist quasi auch festes Einkommen. Dann arbeite ich auch in Zusammenarbeit mit einer Physiotherapie-Praxis, die ihr ganz eigenes Konzept entwickelt hat, wo die Kunsttherapie hilft dabei, Menschen, die verunfallt sind, schwere Schädel-Hirntrauma haben oder Schlaganfälle hatten, wieder in eine ganzheitlich körperliche Aktivität zu kommen mit Hilfe der Kunst. Mhm. Und genau, dann gibt's noch die Arbeit im Hospiz, wo ich Menschen einfach auf ihrem letzten Weg begleite, die da noch Lust haben oder die neugierig sind, und mit denen arbeite ich einfach auch mit Hilfe der Kunst. Wow. Nochmal an dem, was das Leben farbig und lebendig macht, ja. Wow. Das stelle ich mir sehr anspruchsvoll vor. Ja, das Bild davon, glaube ich, ist anspruchsvoller, als es letztendlich ist. Ich habe da wenig Berührungsängste und kann dadurch sehr spontan und natürlich einfach auch mit den Leuten arbeiten. Ja, das ist bestimmt auch wichtig, weil ich kann mir gut vorstellen, dass wenn du selber weißt, es geht mit dir zu Ende, dass du eigentlich jemanden brauchst, der jetzt da nicht Angst davor hat, sondern der das halt einfach akzeptieren kann. Ja, jetzt habe ich nur eine Frage, Micha, wenn ich jetzt zum Beispiel zu dir kommen würde und sagen würde, ich habe jetzt eine schwere Entscheidung vor mir, ich muss den Wohnort wechseln, ganz weit weg, oder ich will mich von meinem Partner trennen, gibt es da auch Möglichkeiten, dass du mich da unterstützt bei dieser Entscheidungsfindung, dass ich halt dann hinterher haben gehe und sage, jetzt ist mir vielleicht einiges klar geworden, oder wie wird das ausschauen? Ja, das ist total spannend, weil meine Haltung ist ja, dass in uns die richtige Entscheidung ja schon bewusst da ist. Und das, was hinderlich ist, sind eigentlich eher Sachen, die von außen sind, und man kann das ganz gut in Bildern oder in Gestaltungen sehen, was ist wirklich das Authentische, das, was sich richtig anfühlt. Und da gibt's verschiedene Methoden. Die eine Methode ist aus dem lösungsorientierten Malen. Das ist also auch eine geschützte Methode nach Bettina Ecker. Man malt zwei Selbstporträts. Mhm. Das eine Porträt mit der Entscheidung A, das andere Porträt mit der Entscheidung B, und das Ganze aber mit der ungeübten Hand, stehend an der Wand. Ja, cool. Und Wahnsinn. Man sieht diesen Porträts eigentlich ziemlich gut an, welches die richtige Entscheidung ist. Wow, das ist toll. Dann arbeite ich manchmal mit dem morphogenetischen Feld, dass ich die Entscheidungen auf einen Zettel schreibe. Ich weiß es nicht, der Gestalter weiß es nicht. Ich gebe ihm diesen Zettel in die Hand und sage, mal ein Bild. Und man schaut hinterher die Bilder an. Und das ist eigentlich immer sehr passend. Ja. Das klingt so ähnlich wie Aufstellungsarbeit, die ich auch schätze. Also ich meine, wenn man es nicht weiß, ne, verdecktes Aufstellen funktioniert auch so. Du hast keine Ahnung, wo du drin stehst. Ja. Aber du fühlst es dann. Ja, ich meine, das ist so ein Grenzbereich, aber weil ich einfach echt überzeugt bin und das oft die Erfahrung bei mir selber schon gemacht habe, dass man es anhand der Kraft in einem Bild, in der Gestaltung, anhand der Klarheit des Ausdrucks, kann man eigentlich ganz gut sehen, was im Innen eigentlich für eine Entscheidung schon getroffen ist. Das bringt mir jetzt eigentlich auch zu der nächsten Frage, Micha. Du bist ja als Künstlerin engagiert in Amberg. Ich kenne dich ja da auch in vielen Zusammenhängen. Inwieweit würdest du sagen, beeinflusst deine kunsttherapeutische Arbeit dich selber in deiner eigenen künstlerischen Arbeit? Und ja, vielleicht kannst du es uns anhand von irgendeinem Bild zeigen, dass das halt vielleicht da ein bisschen sichtbar wird für uns. Ich würde mal sagen, das ist ganz, ganz eng miteinander verwoben, und manchmal steht die Kunsttherapie meiner künstlerischen Arbeit tatsächlich einen Weg, weil ich ganz schnell anfange zu reflektieren, was mache ich da gerade wie und warum und auf was schließt es möglicherweise, muss ich mir dann einmal wieder ermutigen, da wieder wegzugehen und einfach im künstlerischen Prozess zu bleiben, und trotzdem kann ich es nicht trennen voneinander. Also, und das, glaube ich, zeichnet vielleicht auch meine Arbeiten aus, dass da immer ganz viel an
innere Arbeit mit drin steckt, an innerem Prozess. Manchmal ist es deutlicher sichtbar, manchmal weniger sichtbar. Es ist eine Qualität, die ich an nicht wissen, missen möchte in der, meiner Kunst, weil sie dadurch eine Tiefe kriegt und eine Authentizität und einfach meine ganze Persönlichkeit betrifft. Und da gehört halt die Kunsttherapie einfach mit dazu. Und da gehört aber nicht bloß die Kunsttherapie mit dazu, sondern da gehört auch mein Sein in der Welt, meine spirituelle Sichtweise mit dazu, meine Biografie mit dazu, der Kontext, wie, wo ich lebe, das findet sich da alles in meiner Kunst auch wieder. Und umgekehrt, aber auch mein eigenes künstlerisches Arbeiten immer mehr meine kunsttherapeutische Arbeit wieder belebt und befruchtet. Und ich habe viele Methoden, zum Beispiel entwickle ich mittlerweile erst selber, weil ich weiß, ja, das funktioniert bei mir. Das funktioniert bei mir, das funktioniert in Kombination mit dem, was ich schon viel Erfahrung habe. Und daraus ergeben sich dann einfach Methoden, die total gut ankommen und die ich gut anwenden kann. Ja. In dem Bild ist es so, dass es eigentlich wie eine Übung war oder mich hat das Material von diesem Karton gereizt und ich habe dann einfach angefangen, so eine Stimmung einzufangen von was, eigentlich was Heiteres, Lebendiges, Blumen, Frühling, Sommer, Fülle. Und in dieses Bild hat sich dann diese gelbe Fläche irgendwie so reingeschlichen und da war noch sowas offen. Und dann kam aus dem Inneren raus, das ist ja wie ein Weg oder wie eine Treppe zu einer Tür. Und das habe ich dann verfolgt und habe es einfach reingemalt. Und dann geht so ein Prozess los, okay, was steht denn vielleicht auch gerade an? Welcher Weg zeichnet sich da ab? Gibt es einen Weg, der gegangen werden will? Oder gibt es eine Tür, wo es dahinter vielleicht unsicher ist, wo es rausraucht und brennt, wo ich vielleicht auch Angst habe davor? Und das finde ich dann immer ganz spannend, in so eine eigene Befragung zu gehen. Ja. Manchmal bleibt es dann nicht, dann wird es wieder übermalt, aber jetzt in dem Fall habe ich es jetzt einfach so gelassen, weil dieses Lodern finde ich eigentlich ganz schön, bis da so rauslodert. Gut, danke Micha für diese Ausführungen von eurem Bild. Und jetzt habe ich zum Abschluss noch die Frage, wenn jetzt jemand Kunsttherapie machen möchte, was denkst du denn, was so die Grundvoraussetzungen sind, damit man sich in dem Beruf zu Hause fühlt, sag ich mal? In erster Linie, glaube ich, ist es eine Neugierde auf den Menschen an sich, auf menschliche Entwicklung, auf menschliche Potenziale und auch eine Liebe zum Menschen, glaube ich auch. Also man muss einfach gern mit Menschen arbeiten. Und die Kunsttherapie hat ja so viele verschiedene Felder. Also man kann ja mit unterschiedlichsten Menschen, mit Kindern, mit alten, jungen, kranken, gesunden. Also, aber es ist immer der andere Mensch eigentlich mit dabei, auf den man Lust haben muss und Freude haben muss, dran mit denen zu arbeiten. Und ich glaube auch die eigene Entwicklung muss einem wichtig sein. Was ich wirklich besonders genieße, ist diese unglaubliche Vielfalt an Ausdrucksmöglichkeiten, die ich ja in mir selber gar nicht alle hätte. Also jeder Mensch, wenn er sich dann traut, sich zu zeigen, der bringt ja eine, also das sind ja unglaublich vielfältige Farbmischungen, Strukturen, Linienführungen, auf die käme ich gar nicht und die bereichern aber meins wieder total. Ja. Also das ist was ganz Schönes. Ja, damit sind wir am Ende angelangt. Micha, ich danke dir nochmal sehr herzlich. Gern. Das war ein tolles Gespräch und ich glaube, dass unsere Zuschauer bestimmt viel mitnehmen. Und dann freue ich mich auf das nächste Mal mit euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns im März. Dankeschön und tschüss. Tschüss.